Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und hier mitguckt und mittrainieren wollt. Ich zeige euch heute ein paar Übungen für die letzten Schwangerschaftswochen und ich bin jetzt selbst in der 35. Schwangerschaftswoche und es geht so darum, eher zu entspannen und sich auf die Geburt vorzubereiten. Das heißt, die Übungen sind sachte und sehr zum Entspannen gedacht. Unter anderem werde ich dir auf jeden Fall ein paar Übungen mit diesem Petsy-Ball zeigen. Vielleicht kennst du diesen Ball. Meine ist jetzt von Baby Go. Aber genau, schön, dass du dabei bist. Dann kommen wir direkt zur ersten Übung, zum Aufwärmen. Ohne Ball erstmal. Das ist die Katze-und-Kuh-Übung. Die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt in den anderen Workouts. Du gehst in den Vierfüßlerstand. Knie sind unter der Hüfte jeweils und die Handgelenke unter den Schultern. Es kann sein, dass bei manchen in der Schwangerschaft die Handgelenke ziemlich schnell wehtun. Deshalb, wenn es arg wehtut, schau mal, dass du das vielleicht nicht ganz so belastest oder dass du vielleicht alternativ auf die Faust dann gehst und probierst, okay? Wir fangen an, atme ein, schau nach vorne und aus, zieh, mach den Rücken schön rund und zieh in Richtung Decke. Und dann wieder einatmen, loslassen, nach vorne schauen und schön deinen Bauch hier hängen lassen. Schön entspannen, wieder aus, nach oben ziehen. Ein. Und jetzt hier haben wir unsere Katze mit dem Katzenbuckel. Und hier die Kuh. Und das ist eine tolle Übung, um einfach warm zu werden. Um die Wirbel auseinanderzuziehen und alles zu mobilisieren, den kompletten Oberkörper. Einatmen und aus. Das Gewicht ist auf unserem Knie und auf unseren Handgelenken. Mach insgesamt 10. Kommen wir zu unserer zweiten Übung, Beckenkreisen. Und zwar bleiben wir immer noch im Vierfüßlerstand und bewegen unseren Becken ganz großzügig nach vorne und nach hinten. Und das löst alle Verspannungen im Rücken, denn alle Schwangeren wissen, wovon ich spreche, dass ab und zu, dass man wirklich starke Rückenschmerzen hat und es löst eben die Rückenschmerzen. Diese Übung, stell dir vor, du hast so einen Buntstift deinem Steißbein hängen und mit dem zeichnest du Kreise. Du kannst 5 in die eine Richtung machen und dann wechsel die Richtung. Und das mobilisiert auch deine Wirbelsäule. Und wähle dein Tempo. Und der Kopf und der Hals, der gehen einfach mit, so wie es für dich angenehm ist. Guck am besten auf den Boden dabei. Okay. Und die dritte Übung. Wir gehen aus dem Vierfüßlerstand, ich habe mich jetzt einfach zu euch gedreht, in den Seitenstrecker heißt die Übung. Und zwar fangen wir jetzt mit dem rechten Bein an, strecke es aus. Dein linker Arm bleibt auf dem Boden und dann, wenn dein rechtes Bein ausgestreckt ist, nimm den rechten Arm nach oben. Der Blick geht Richtung Hand und bleib hier für ein paar Sekunden. Und die Übung öffnet die Seiten und stärkt deine Schultergelenke. Sehr gut. Wechsel, andere Seite. Streck das andere Bein aus. Schau, dass du eine gute Position hast und guten Halt. Und dann dreh zur Seite hin und öffne wieder die Seite und schau nach oben. Bleib hier. Lass die Atmung ruhig fließen, tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Noch einmal tief ein. Und aus und dann wechseln wir wieder.
Erstmal ausstrecken, nach oben den Arm, den Blick hinterher. Noch einmal tief einatmen und außen nochmal wechseln. Erstmal den Vierfüßlerstand zurückkommen, das Bein ausstrecken. Den Arm vorsichtig nach oben strecken, den Blick hinterher und hier bleiben und die Spannung halten. Und dann kommen wir jetzt zur Übung Nummer 4 mit unserem Petsyball bzw. Baby-Go-Ball. Wir setzen uns hin, die Beine, die Füße sind 1 Meter ungefähr auseinander. Und die Übung ist ganz gut, weil sie deine Wirbelsäule mobilisiert, weil sie komplett das Gewicht, also im Sitzen nimmt der Ball komplett dein Gewicht weg und deine Last. Und dadurch, dass wir, die Übung heißt Beckenkreisen, kreisen mal in eine Richtung. Und mit der Übung trainieren wir unseren Beckenboden. Das Wichtige ist bei der Geburt. Und ganz ruhig in deinem Tempo. Versuch mal Kreise zu machen. Und lass die Atmung weiter ruhig fließen. Und es entlastet auch hier deinen unteren Rücken. Ganz angenehm. Man kann den Ball auch so im Alltag benutzen, beim Sitzen. Wenn ihr irgendwas am Schreibtisch noch macht oder nicht mehr so angenehm sitzen könnt auf einem normalen Stuhl, kann man überall oder immer diesen Ball benutzen. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt können wir auch die Richtung wechseln. Und diese Übung kannst du immer wieder mal einbauen. Kannst du so oft machen, so viel du willst, solange es dir gut tut. Sehr schön. Mach noch 2. Und die letzte Übung, auch ebenfalls mit dem Ball, zeige ich dir, die dient auch der Entspannung deiner unteren Rückenmuskulatur, aber auch zum Dehnen deines Beckens und auch deines Darmgewebes. Ganz, auf eine ganz angenehme Art und Weise dehnst du somit dein Becken. Du gehst in die Hocke und stützt dich hier ab. Und beide Beine sind jetzt praktisch angewinkelt. Ich zeige es dir von vorn. Du siehst hier von der Seite. Und dann kommst du mit dem Oberkörper, stützt dich auf den Ball. Und spürst diese Dehnung im unteren Beckenbereich und mit der Übung dehnst du auch dein Darmgewebe. Und bleib hier für ein paar Sekunden. Den Kopf kannst du immer ablegen. Und lass die Atmung ruhig weiterfließen. Wenn es zu unangenehm ist, dann kannst du immer wieder lösen oder leicht hin und her bewegen. Und dann für 2 Atemzüge hier bleiben und dann loslassen. So, ihr Lieben, und diese Übung könnt ihr eigentlich jeden Tag machen. Und die dienen der Entspannung und bereiten dich schon mal vor und nehmen dem einen oder anderen vielleicht auch unnötige Schmerzen weg. Ich wünsche euch alles Gute für die letzten Wochen. Entspannt gut, tut euch was Gutes und Bewegung tut wirklich allen gut. Probiert's aus und schreibt mir, wie ihr die Übungen gefunden habt, ob sie euch gefallen haben. Und wenn ihr Fragen habt, unten in meine Box. Würde mich freuen und wünsche euch bei eurer Geburt natürlich alles, alles Gute. Im Sinne, bis dann, eure Julia.